Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema illegale Werbeanrufe in Deutschland. Was wird eigentlich dagegen getan und was kannst du tun? Was wird in Deutschland gegen illegale Werbeanrufe getan? Illegale Werbeanrufe sind ein allgegenwärtiges Problem in Deutschland. Die Anrufe können zu unangenehmen Situationen führen, vor allem wenn sie zu unüblichen Zeiten erfolgen. Aus diesem Grund hat die Regierung einige Maßnahmen ergriffen, um die Unannehmlichkeiten für die Menschen im Lande zu minimieren. Zunächst wurde das Telekommunikationsgesetz TKG geändert, um illegale Werbeanrufe zu unterbinden. Der Paragraph 7 des TKG legt fest, dass Unternehmen, die gewerbliche Werbeanrufe tätigen, eine Zustimmung der anrufenden Person einholen müssen. Unternehmen, die diese Regel missachten, können mit hohen Geldstrafen rechnen. Darüber hinaus ist es für Anbieter von Telefon- und Internetdiensten verpflichtend, eine sogenannte Do-Not-Call-Liste zu erstellen, auf der diejenigen Personen aufgeführt werden, die nicht von Werbeanrufen belästigt werden wollen. Unternehmen, die Werbeanrufe tätigen, müssen die Liste vorher überprüfen, um sicherzustellen, dass sie keine Anrufe an Personen tätigen, die sich auf der Liste befinden. Also kurz und knapp gesagt heißt es, dass es hierfür eine zusätzliche Liste bei eurem Telefonanbieter gibt, bei der ihr euch eintragen lassen könnt. Und wenn nun ein Lotto- oder Zeitschriftenunternehmen bei euch anrufen möchte, sind diese erstmal dazu verpflichtet, auf dieser Do-Not-Call-Liste nachzusehen. Die Frage ist, wer macht das nachher am Ende wirklich? Außerdem hat die Bundesnetzagentur eine Do-Not-Call-Registrierungsstelle eingerichtet, auf der sich Verbraucher online registrieren können, um sicherzustellen, dass sie nicht von Werbeanrufen belästigt werden. Der Service ist kostenlos und die Registrierung dauert nur wenige Minuten. Um sicherzustellen, dass die genannten Maßnahmen auch konsequent umgesetzt werden, hat die Bundesnetzagentur auch eine Spezialabteilung eingerichtet, die sich ausschließlich mit der Überwachung und der Ahndung illegaler Werbeanrufe befasst. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Regierung in Deutschland eine Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, um illegale Werbeanrufe zu unterbinden und die Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung zu minimieren. Diese Maßnahmen sind jedoch nur dann wirksam, wenn die Verbraucher ihrerseits dazu beitragen, indem sie sich bei der Do-Not-Call-Registrierungsstelle anmelden und die gelisteten Unternehmen nicht mit Anrufen belästigen. Das heißt, im Grunde genommen hat die Regierung nichts getan. Es ist einfach nur eine Liste erstellt worden, wo Firmen nachgucken können, wenn sie wollen. Wenn sie es nicht tun, naja, dann machen sie es nicht. Und die Trading-Abzocker, die wir hier des Öfteren an der Leitung haben, naja, die halten sich da definitiv nicht dran, vorher in der Liste nachzuschauen. Das heißt, das Ganze hört sich eher nach einer freiwilligen Basis an, mal nachzugucken, ob der Kunde überhaupt belästigt werden möchte oder nicht. Eigentlich dient diese Liste dazu, sich dort obergeordnet einzutragen. Das heißt, habt ihr schon mal irgendwo eine Erlaubnis für einen Werbeanruf getätigt und man darf euch anrufen von dieser einen Firma, dann müsste diese eine Firma, wenn ihr es nun doch nicht mehr möchtet, in dieser Registrierungsstelle nachschauen. Und ganz ehrlich, wer tut das schon? Davon mal abgesehen, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass mindestens 99% der Zuschauer von dieser Liste noch nie gehört haben. Hinzu kommt, dass ich während der Recherchen für dieses Video hier nach dieser Liste gesucht habe, um mich dort einzutragen. Tja, Fehlanzeige. Ich finde sie tatsächlich nicht mal selbst.
Wer weiß, was das wieder für ein altes Relikt aus irgendwelchen Zeiten ist, was nicht mehr existiert. Es ist auf jeden Fall interessant, dass die Netzagenturen zwar angeblich was machen, man dann aber nicht wirklich rausfindet, wo sie es tun und wo ich mich dafür eintragen kann. Wie viele illegale Werbeanrufe werden in Deutschland denn jedes Jahr so registriert? Illegale Werbeanrufe sind eines der größten Ärgernisse der modernen Welt. Jedes Jahr werden in Deutschland Tausende solcher unerwünschten Anrufe registriert. Diese Art von Telefonmarketing ist nicht nur lästig, sondern kann auch finanzielle Schäden verursachen, wenn Verbraucher auf die Werbeversprechen hereinfallen. Laut einer Erhebung der Bundesnetzagentur werden in Deutschland jedes Jahr mehr als 1 Million illegale Werbeanrufe registriert. Die meisten dieser Anrufe stammen von Unternehmen, die eine Vielzahl von Produkten oder Dienstleistungen anbieten. Diese Unternehmen nutzen die Telefonnummern ihrer Opfer, um unerwünschte Anrufe zu machen und sie zu überreden, ihre Produkte zu kaufen. Die meisten Anrufe, die jedes Jahr in Deutschland registriert werden, kommen von ausländischen Unternehmen, die sich als inländische Firma ausgeben. Auch wenn diese Anrufe meist auf Englisch gemacht werden, lassen sich die Betrüger oft als deutsche Unternehmen ausgeben und versuchen den Verbraucher zu versprechen, dass sie eine kostenlose oder sehr günstige Dienstleistung der Produkte erhalten. Doch diese Versprechen sind meist zu schön, um wahr zu sein. Wenn Verbraucher auf diese Werbeversprechen hereinfallen, können sie am Ende sehr viel Geld verlieren. Daher ist es wichtig, dass Verbraucher sich über illegale Werbeanrufe informieren und sie melden, wenn sie ihnen begegnen. Alles in allem werden jedes Jahr in Deutschland mehr als 1 Million Werbeanrufe registriert. Diese Anrufe machen nicht nur viel Lärm, sondern können auch zu finanziellen Verlusten führen. Daher ist es wichtig, dass Verbraucher aufmerksam sind und solche Anrufe melden. Wo melde ich denn einen illegalen Werbeanruf? Wenn du einen illegalen Werbeanruf erhalten hast, kannst du ihn melden. Du kannst die Bundesnetzagentur kontaktieren, die ihre Aufsicht über den Telefonmarkt hat und solche Anrufe untersucht. Um einen illegalen Werbeanruf zu melden, musst du Folgendes tun. Als erstes, sammle so viele Informationen wie möglich über den Anruf. Notiere dir die Telefonnummer des Anrufers, die Uhrzeit und den Inhalt des Anrufs. Versuche, wenn möglich, herauszufinden, wer der Anrufer ist, Indem du die Telefonnummer im Internet recherchierst. Als zweites kontaktiere die Bundesnetzagentur und melde den Anruf. Du kannst dies entweder telefonisch, per Post oder über das Online-Formular auf der Webseite der Bundesnetzagentur tun. In deiner Meldung solltest du alle Informationen über den Anruf angeben, einschließlich der Telefonnummer des Anrufers, der Uhrzeit und des Inhalts des Anrufs. Als drittes, die Bundesnetzagentur wird deine Meldung untersuchen und nach Ermittlungen gegen den Anrufer vorgehen, falls erforderlich. Es ist wichtig, dass illegale Werbeanrufe gemeldet werden, damit solche unerwünschten Anrufe verhindert werden können. Durch die Meldung hilfst du nicht nur dir selbst, sondern auch anderen von unerwünschten Anrufen, fernzubleiben und diese gar nicht erst zu erhalten. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, grundsätzlich gebt eure Daten nirgendwo an, wo ihr unsicher seid, ob diese Firma bei euch anrufen sollte. Ansonsten ist es grundsätzlich ratsam, im Internet nicht zu viel von sich selbst zu verraten und preiszugeben. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand auf irgendeine Telefonmasche hereinfällt.
Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen eben gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere deren Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.